So, hallihallo, herzlich willkommen. Wir schauen uns heute wieder Feuerwehrvideos an und zwar dieses Mal vom Format Realer Irrsinn. Hier ist es noch X3 von dem Extra 3 Sender. Ich bin sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Die Titel sind immer sehr interessant und ich weiß nicht, wie viel ich da feuerwehrtechnisch immer großartig zu sagen kann, aber ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass die Situationen ein bisschen komisch sind und dementsprechend so ein Beitrag über die erstellt worden ist. Ich guck mal, wie viele Teile es davon gibt und wie viel ich hier in dem Video zusammenschnibbel. Gerne könnt ihr mir irgendwelche Videovorschläge in die Kommentare schreiben und ich würde sagen, wir legen direkt los. Willkommen bei Rettungslos. Mhm. Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr. Eine Deutschlandreise zu unseren modernsten Feuerwehren. Ist das jetzt satirisch oder? Okay, ich bin Einsatz gespannt hier. In Weißenborn in Hessen. Es geht um. Ich weiß nicht, habt ihr noch laute Alarmierung oder habt ihr alle Stellen Alarm? Also, dass ihr alle nur über die Funkmeldempfänger alarmiert werdet? Bei uns, also auf dem Dorf, ist das immer noch so, dass wir auch noch eine Sirene haben, die natürlich auch immer 12 Uhr da die Woche na, getestet wird, aber. Also in Großstädten habe ich das selten. Sekunden. Das hochmoderne Löschgruppenfahrzeug ist schon auf dem Weg. Also glatt. Iveco, Magirus. Wenn der länger gestanden hat, dann ist halt die Druckluft nicht mehr vorhanden. Dann muss dann vom Fahrzeug. Ich muss mal kurz was machen, weil meine Kamera irgendwie gerade richtig schlecht ist. Da geht's. Selber, dass der Druck erst wieder aufgebaut werden, dass die Feststellbremse löst und dann können wir erst losfahren. Das dauert bei unserem älteren Fahrzeug halt dementsprechend. Das Fahrzeug ist doch brandneu. Gerade mal 30 Jahre alt. Mhm. Damit gilt es zwar als Oldtimer, aber ansonsten ist es auf dem aktuellen Wasserstand. Die neueren Modelle im Vergleich sind halt stark gewachsen, vom Umfang, von der Größe her. Also wir haben 600 Liter Wasser an Bord, die neuen Fahrzeuge der Generation haben es doppelt, 1200 Liter Wasser. Vor allem bei den meisten ist es auch so, selbst wenn die ein größeres Fahrzeug ausschreiben können, müssen die dann die Rolltore und sowas viel größer machen oder halt den ganzen Stellplatz erweitern. Dann müssen die einfach ein neues Feuerwehrhaus bauen. Das ist ja dann noch um ein Vielfaches teurer als da die Anschaffungskosten von einem neuen Fahrzeug. Und wenn das nicht reicht... Ah, die haben ja Platz. ...fährt der Oldie eben zweimal. Das... ...dauert bei unserem älteren Fahrzeug halt dementsprechend. Glutding will eben Weile haben. Auch in St. Gorst. Also die Witze sind auch mal grenzwertig manchmal. ...in Rheinland-Pfalz. Übung der Freiwilligen Feuerwehr. Großzügige Räumlichkeiten ermöglichen den Kameraden... ...wieder über die Bank gestolpert ist da. ...reibungslose Ab... Aber die haben wenigstens eine Garderobe, ja? ...läufe im Ernstfall. Hoppala. Jetzt nur noch draußen aufs Auto warten, weil in der Halle nur einer einsteigen kann. Und schon hat sich alles zurechtgeruckelt. Also Wasser. Ja, das ist kompletter Quatsch. Marsch. Wir haben keine Duschen hier im Gerätehaus. Man bringt zur Familie den Dreck mit. Und Kontaminationsverschleppung. Astreine Nummer. Mit freundlichem Ruße geht es weiter zu den Kameraden nach Reizen in Sachsen. Mit modernstem Standard in der Brandbekämpfung. Mhm. Hier zündet gar nichts. Gehen wir zu Fuß. Und wenn der Funke doch überspringt, fahren die Feuerwehrleute mit ihren... Alter, aber der sieht richtig gut aus. Damit würde ich gerne durch die Gegend fahren. Jetzt vielleicht nicht zwingend zum Einsatz, aber... dynamischen Ford Transit das sieht doch richtig von 1969 gut aus. Einen heißen Reifen. Mhm. Das Fahrzeug hat 4 Gänge. 4 Gänge und ABS oder? Den Begriff gab es damals noch gar nicht. In Reizen soll man eben nicht geizen, auch nicht in Pingelshagen in Mecklenburg-Vorpommern. Mitten am Tag und trotzdem brennt das Auto von Nancy Fenzau genau hier. Einfach genau dann. Doch die Freiwillige Feuerwehr löscht das Problem sofort. Nachdem ich die Feuerwehr angerufen habe, sollte die auch eigentlich schnellstens kommen. Es hat ewig lange gedauert. Dann kam Herr Krause hier von unserer Feuerwehr aus Pingelshagen. Er war dann alleine da, hat natürlich versucht, hier alles zu geben und zu machen. Tja,
Schlechtes Timing. Wie? Wir waren alleine da. Für brenzlige Situationen. Am Tag ist hier ganz schlecht, ne? Tag ist der FIFA-Kennt, da ist eine Person gekommen. Ja, das ist nicht so gut. Das können die arbeiten alle. Also, freuen Sie sich auf brandneue Folgen von Rettungslos. Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ja, solche Zustände hat man natürlich also in fast allen Gemeinden, glaube ich, oder? Er fährt schon rückwärts, wenn der Masch. Das war auch so ein perfektes Video, was bestimmt bei der Feuerwehrunfallkasse irgendwie gezeigt wird. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben auf jeden Fall noch Zeit für ein weiteres Video. Wir sehen uns gleich. So, wir sind wieder beim Real Irrsinn Video. Dieses Mal die Feuerwache in Pankow. Ich bin gespannt, was die da verbrochen haben. Auf jeden Fall haben sie Untertitel hier angemacht, das ist ja frech. In der Senatsverwaltung haben in Pankow 2014 eine brandneue Feuerwache gebaut. Für 5,6 Millionen Euro. Boah. Stößt du mit an? Nüchtern betrachtet, sicherlich ärgert man sich drüber, wenn man sagt, Mensch, wir müssen das hier 24 Stunden jeden Tag im Laufen halten und haben Probleme, die wir nicht haben müssten. Was halten Sie meinen Ball flach, Mann? Nüchtern betrachtet haben wir vom Senat die Feuerwache schramm durchgeplant. Ist keine Maßarbeit. Das Problem ist, dass die Fahrzeuge eigentlich ja nach vorne rausfahren sollen, damit sie zügig aus die Halle verlassen können. Und wir hier jetzt die Situation haben, dass dieses Fahrzeug nach hinten auf den Hof ausrücken muss und dann außen rumfährt. Ja, sowas hat man aber häufig. Weil wir einfach nicht genug Tore vorne haben, nicht genug Plätze haben. Deswegen stehen auf diesem Platz zwei Fahrzeuge. Na gut, besser wäre natürlich, die Wagen stünden nebeneinander, wie überall sonst und nicht hintereinander. Egal, für uns vom Senat ist klar, es gibt keine Probleme, Fahrzeuge und Material unterzubringen. Das ist ganz... Was ist das für ein Abstecker, Mann? Das Gebäude ist voll durchdacht. Was ist das denn für ein Raum? Wie sind die kleinsten Pusse? Ja, guck mal da. Den tut hier definitiv ein Aufzug. Wenn wir die Sachen im Keller lagern sollen, das Ölbindemittel, die Schläuche, bräuchte man einen Aufzug dafür. So müssen die Sachen jetzt hier händisch durchs Treppenhaus, durch die halbe Wand getragen werden. Gibt's ja genug Anwärter dafür. Wir weichen jetzt darauf aus, dass wir hier also einen Container auf dem Hof zu stehen haben, wo jetzt die Schläuche lagern. Also wirklich, wir sind uns da hochprozentig sicher. Es gibt kein Problem, Schläuche unterzubringen. Tadü, tada. Ja. Junge. Die Wand. Bestimmt auch nochmal hier 10.000 Euro für den Maler bezahlt, für den Künstler. Es gibt eine Vorschrift, wobei nach der öffentliche Neubauten mit so einem Kunstkram versehen werden müssen, oder wie? Mit Kunst am Bau ausgestattet werden müssen. Und das ist unsere Kunst am Bau. Und zwar für gerade mal 32.000 Euro. Was ist denn? Yo! Da kann ich hier bestimmt noch zwei Fahrzeughalter hinhauen. Okay, 32 wäre ich nicht, aber... So, jetzt lass uns mal den Brand löschen. Gut, also wie Boah, was ist das denn für eine Straße? Ist das da die Hauptstraße oder wie? Wer erkennen kann, es ist natürlich schwierig, hier aus der Ausfahrt rauszukommen, wenn wir einen Alarm haben. Weil bei dem Verkehr, der hier herrscht, wenn man hier keine vernünftige Ampel hat, um das zu regeln, ist das problematisch. So ein Quatsch, nicht lang schnacken. Hä? Kopf aus, Mann. Junge, das kann man sich ja gar nicht ausdenken. Ja, wir sind bereit für noch einen, oder? Also, das gibt mir hier gerade. Oh Mann. So. Der Titel hat mich gerade richtig aus dem Konzept gekickt. Und zwar: Zu laute Feuerwehr in Velmer. Ich weiß nicht, was die da machen, aber ich bin mal gespannt, was da zu laut sein soll. Der Feuerwehr im hessischen Velmer. Und der Untertitel ist schon wieder. So. Jetzt zählt jede Sekunde. Die Gibt es da irgendwo ein HD? Nee. Feuerwehrleute machen einen tollen Job und die Anwohner in Velmer voll die coole Fahrzeughalle sind so dankbar und schreiben deshalb der Feuerwehr auf Facebook. Auf Facebook? Halt. Müssen wir sagen, ob ihr noch auf Facebook seid. Halten Sie sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit und machen Sie die Sirene leiser. Ja. Es gibt immer so einen Modus. Der eine heißt
Einsatzfahrten, der andere heißt normale Einsatzfahrten und der andere heißt Anwohner nicht nerven. Das ist so die letzte Taste, die man da drücken kann, die drückt aber keiner. Halten Sie sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit und machen Sie die Sirene leiser. Das nächste Mal mache ich... eine Anzeige auf eBay Kleinanzeigen. Eine Anzeige. Naja, dieses Tatütata. Oh Mann, also was haben die Leute denn für Probleme, dass sie sich mit so etwas aufhalten müssen? Laut. Das trifft ja meistens so denn die Leute, die direkt auf der Fahrtstrecke liegen, dass die sich dann belästigt fühlen, gerade in der Nacht. Wo man denn schon gesagt kriegt, macht nicht so einen Krach, wir müssen ja morgen früh an die Arbeit. Vor allem richtig bekloppt ist es ja dann auch, wenn das eine freiwillige Feuerwehr ist und du halt auch Leute hast, die im Schichtsystem arbeiten oder halt normal arbeiten und dann ja jetzt gerade auch zu einem Einsatz fahren in der Zeit, in der sie eigentlich schlafen wollen würden, um hoheitliche Aufgaben zu erfüllen, also Menschenleben zu retten oder Sachwerte zu schützen. Es geht schwer in meinen Kopf rein, wie man dann so ignorant sein kann. Mal ehrlich, ihr düst hier fröhlich zum Einsatz, löscht euer kleines Feuerchen und denkt nicht ein Stück an die Leute, die einfach nur schlafen wollen. Löscharbeiten machen Lärm, das ist nun mal so. Aber selbst dieser kleine Moppel da immer am Fahrzeug macht schon Krach. Den kann man natürlich auch leiser machen. Muss ja nicht immer Volllast fahren hier, ne? Muss das denn sein? Immer dieses Krumpel, Schlauch raus. Ja, orangene Schläuche. Wassermarsch. Ein bisschen Rücksicht. Ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Nee, wir brauchen Stromaggregat für Licht, die Pumpe fürs Wasser. Also leise löschen geht null. Die Anwohner, liebe Feuerwehr, lassen sich das nicht länger bieten und lassen Taten folgen. Wie was Taten folgen? Die kommen dann mit dem Dezibelmesser und sagen, das ist hier eine stetige Lärmbelästigung, oder? Anwohner hatten dann leider nichts Besseres zu tun, als die Polizeistreife, die vor Ort war, zu sich zu holen. Und sie hatten dann die Polizisten gebeten, mal für Ruhe zu sorgen. Das will ich sehen, wenn die Pol an einem Einsatz ist. Ne, sperrt nur ab oder was, weil ja, Brandbekämpfung kannst du ja als Polizist jetzt erstmal wenig machen. Und dann kommt so ein Anwohner und sagt, entschuldigen Sie bitte im Bademantel. Ich wollte hier einfach ganz entspannt schlafen. Ne? Morgen wieder stressige 8 Stunden. Können Sie mal bitte Bescheid sagen, dass Sie hier nicht so einen Krach machen sollen? Ja. Das würde er bestimmt machen und denen bestimmt sagen, macht mal leiser hier. Sollten dann leiser löschen, ja. Genau, stoppt die laute Feuerwehr. Ja. Es geht hier um Menschen. Ich kann die Menschen nicht nachverstehen, die dann so denken, weil die nachverstehen, okay. Die können ja auch mal leider Gottes in die Situation kommen. Voll die coolen Helme, diese Rosenbauer-Dinger mit den integrierten Visierteilen. Und da freuen sie sich auch, wenn wir schnell und zeitig da sind und unsere Aufgaben erfüllen. Wenn's bei kann mir man von ausgehen, ist das ja auch ganz was anderes. Schneller. Warum höre ich kein Martinshorn? Hallo? Ja. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Ich fand die drei Teile, die wir jetzt gerade geguckt haben, auf jeden Fall höchst spannend. So, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß oder konntet ein bisschen über die Sachen lachen. Ich hoffe natürlich, ihr nehmt auch meine Sprüche, die ich da ab und zu zum Besten gebe, nicht allzu ernst. Vieles davon ist ja dann doch eigentlich ein bisschen satirisch gemeint und die meisten Leute, die selber bei der Freiwilligen Feuerwehr oder Feuerwehr sind, werden, denke ich, auch wissen, was ich damit meine. Nichtsdestotrotz, hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr seid, geht bitte zur Freiwilligen Feuerwehr, würde mich sehr freuen. Und ansonsten, Gott sei Dank, nächsten zur Wehr. Ich wünsche euch einen ganz entspannten Tag, Abend oder Nacht. Tschüss, tschüss.